Liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, les camarades, möchte mich für eure Einladung ganz recht herzlich bedanken und es ist für mich eine Ehre, unter euch sein zu dürfen. Europa ist das Fallbeil, wenn es um Arbeitnehmerrechte, der Daseinsvorsorge und den sozialen Bedingungen geht. Mit brachialer Gewalt versucht das Kapital und hier im Besonderen das Deutsche, allen EU-Ländern seine Agenda aufzuzwingen, die da heißt, rücksichtslose Zerstörung der Flächentarifverträge, massives Einführen von prekärer Beschäftigung, Leiharbeit, die Zerstörung der Sozialsysteme in der Rente und Gesundheit. Diese Leute haben weder Respekt noch Achtung vor uns, denen, die die Werte schaffen, liebe Genossinnen und Genossen. Wir werden es nicht zulassen, dass Ihre Doktrin die europäische Arbeitnehmerschaft vergiftet. Auch deswegen treffen wir uns heute hier. Das Beispiel der Eisenbahn zeigt uns im vierten Eisenbahnpaket, dass über die EU-Kommission und das Parlament der EU koordinierten und von den Regierungen durchgeführten neuerlichen und vertiefenden Angriffe auf die staatliche Eisenbahn und uns Beschäftigte in Europa sich gegenwärtig in diesem Paket konzentrieren, das die Liberalisierung der Märkte umfassen und den Wettbewerb bei öffentlichen Auftragsvergaben in der EU beleben soll. Gefordert wird die Novellierung nationaler Vorschriften im Interesse der Hersteller und Eisenbahnunternehmen, die so massiver als bisher grenzüberschreitende Verkehrsdienste aufnehmen sollen. Der Marktpfeiler führt dazu, dass ab 2020 alle Eisenbahnunternehmen in der EU ihre Dienste anbieten können. Die Zerschlagung der staatlichen Eisenbahn ist faktisch beschlossen. Sie wird von über die neu zu fassende Regelung zur Vergabe öffentlicher Aufträge verpflichtet und durch die vertiefte Trennung von Verkehr und Netz, was eine verschärfte Privatisierung bedeutet, in einem verkehrspolitischen GAU wie damals in England sich niederschlagen. Keine Frage, Eisenbahner brauchen einen europaweit abgestimmten gemeinsamen Kampf zur Verteidigung und Rückeroberung der staatlichen Eisenbahn mit allen gesetzlichen und tarifvertraglichen Garantien und auch dafür werden wir gemeinsam kämpfen. Zweitens, dieser Weg der weiteren Privatisierung führt unweigerlich im Bereich der Eisenbahnen zu weiterer völligen Deregulierung und in der Art, wie wir sie im Bereich der Flughäfen nicht nur bei den Bodenverkehrsdiensten schon kennen. Über die von der EU und der Richtlinie zur Vergabe unserer Bodenverkehrsdiensten finden die Zerschlagung der Flughafenbetreibergesellschaften in Form der Privatisierung und Outsourcing statt. Hier wird die Belegschaft und ihr ehemaliger einheitlicher Tarifvertrag regelrecht zerfetzt. Ich bin im Nationalen Vorstand der Arbeiterkommission der SPD AFA. Unsere nationale Konferenz hat im April eine Kampagne gegen prekäre Arbeit und für vollständige Reintegration aller tarifvertragslosen Arbeiter in den Flächentarifvertrag beschlossen. Dieser Kampf ist notwendig, denn es entstehen überall, auch im Bereich des ehemaligen öffentlichen Dienstes, Hunderttausende und Millionen von Niedriglohnjobs und Hunderttausende und Millionen von prekären Beschäftigungsverhältnissen. 8,1 Millionen sind in Deutschland schon im Niedriglohnsektor und haben einen Stundenlohn unter 9,30 Euro. Rund 39% aller abhängigen Beschäftigten in Deutschland sind prekär beschäftigt, in Teilzeit, Leiharbeit oder Minijobs. Auf der anderen Seite verfügen die 10% der Reichsten über ein Vermögen von 8 Billionen Euro. Was für ein Skandal, wenn wir wissen, dass in Deutschland über 2 Millionen Kinder in Armut leben. Beides, der Niedriglohnsektor und die prekäre Beschäftigung und Armut, werden analog zum Abkommen zwischen Cameron und Tusk vom Februar jetzt überall in Europa forciert. Die deutsche sozialdemokratische Arbeitsministerin Nahles will wie Cameron EU-Ausländern den Zugang zu Sozialleistungen erschweren.
Das Elend der Flüchtlinge will sie nutzen und 100.000-fache Flüchtlinge als 1-Euro-Jobber gegen die Arbeitslosen, Armen und Einheimischen zu spalten. Wir brauchen europaweit den vereinten Kampf für die Verteidigung und Rückeroberung der Tarifverträge, die Verteidigung des Prinzips ein Betrieb, eine Gewerkschaft, ein Tarifvertrag und unser verbrieftes, im Grundgesetz verankertes Streikrecht. Wir wehren uns gegen jede Form der Spaltung, egal ob durch die Unternehmer oder die Regierungen. Auch stehen wir im verschärften Kampf und die Solidarität zu euch gegen die Verschärfung des französischen Arbeitnehmerrechts und des Arbeitsrechts. Ich habe den Aufruf von den Kolleginnen und Kollegen der britischen Transportarbeitergewerkschaft unterstützt, wenn sie bei der Volksabstimmung mit einem Nein und für den Austritt aus der EU stimmen, liebe Genossinnen und Genossen. Und das sei zugleich die beste Vorbereitung der offenen Weltkonferenz am 18. und 20. November in Mumbai gegen Krieg, Ausbeutung und prekäre Beschäftigung. Alles für unsere gemeinsamen Kampf, liebe Genossinnen. Ich verabschiede mich. Dankeschön. Servus.